Gehen wir nun zur letzten Kennzahl, welche wir berechnen im Rahmen dieses Videos oder dieses Beispiels zur Kapitalumschlagshäufigkeit. Auch hier wieder entweder Pause oder gleich weiter. Die Kapitalumschlagshäufigkeit wird berechnet, indem der Umsatz durch das durchschnittliche Kapital dividiert wird. Den Umsatz finden wir wieder hier in den Warenerlösen in der Gewinn- und Verlustrechnung, also 2700. Und das durchschnittliche Kapital finden wir in der Bilanzsumme, also die 966 plus die 1004, also summieren und durch 2 dividieren. Somit kommen wir auf eine Kapitalumschlagshäufigkeit von 2,7. Das bedeutet nichts anderes, wie das Kapital im Schnitt 2,7 Mal pro Jahr umgeschlagen wird. Ja, und somit sind wir auch schon am Ende dieser Folge angelangt. Wenn Sie Fragen zur Berechnung oder zu der Aussage der jeweiligen Kennzahlen haben, dann schreiben Sie bitte einfach unten in die Kommentare Ihre Fragen und ich werde diese so schnell wie möglich beantworten. Und abschließend noch, wenn Ihnen unsere Videos gefallen, dann freuen wir uns über einen Daumen hoch.